Rauskommen oder im Kasten bleiben, in FIFA 15 ist ein mitspielender Torwart manchmal Gold wert. Damit ihr nicht alles dem Zufall bzw. dem Computer überlasst, haben wir einen wichtigen Trick, um gefährliche Angriffe abzuwehren. Wenn ihr einmal in die 1 gegen 1 Situation mit einem Stürmer kommt, könnt ihr den Torhüter mit Dreieck auf der PlayStation oder Y auf der Xbox rausholen und den Gegenspieler so zum Agieren zwingen. Er muss nun entweder lupfen oder zu einem Mitspieler passen. In Multiplayer-Matches ist dieser Trick besonders wertvoll, da der Gegenspieler schnell in eine Drucksituation gerät und nicht so schnell handeln kann. Perfekt funktioniert dieser Trick, wenn ihr Y oder Dreieck kurz gedrückt haltet und dann loslasst, damit der Torhüter wieder zurück in den Kasten läuft. Das perfekte Timing ist dabei sehr wichtig. Lasst den Torwart bis zu dem eingekreisten Bereich rauslaufen und dann sofort die Taste los, damit der Torwart wieder zurückläuft. Zu frühes oder spätes Handeln kann schnell zu einem Gegentreffer führen. Aller Anfang ist zwar schwer, aber mit ein bisschen Geduld und Übung habt ihr so das richtige Timing raus und könnt manches Tor verhindern.